Terry Hill, New Jersey. Eine junge Frau verschwindet, ohne jede Spur. Wo konnte sie bloß sein? Es gab nicht den kleinsten Blutspritzer. Wir waren völlig ratlos. Freunde und Verwandte fürchten das Schlimmste. Ich wurde schier wahnsinnig. Irgendetwas Furchtbares war passiert. Können Sie sich das vorstellen? Sich jeden Abend zu fragen, wo ist meine Schwester? Did you have occasion to meet her? I bumped into her a few times in the hallways. I liked her. Dann nimmt der Fall eine grausige Wendung. Etwas Furchtbares war passiert. Wie aus dem Nichts schlägt das Böse brutal zu. Im Schutz der Dunkelheit. Er bat mich, ihn zu töten. Man weiß nie, wann man mit jemandem zum letzten Mal redet. Cherry Hill ist ein Vorort von Philadelphia. Ein sicheres Städtchen. Aber die Stadt hat auch eine dunkle Seite. In der Nacht werden unvorstellbare Verbrechen begangen. Man weiß nie, wann man mit jemandem zum letzten Mal redet. Nur zwei? Wie viele Beine hat das? 1, 2, 3, 4. Ja. Meine Schwester Didi konnte sehr gut mit Kindern umgehen. In ihrer Gegenwart lachten sie viel und spürten ihre Liebe, auch Kinder mit Behinderung. Ich war 16, als Didi geboren wurde. Bis dahin war ich Einzelkind. Sie war das Beste, was unserer Familie je passiert ist. Didi und ich lernten uns mit 15 kennen, in einem Hotel in den Catskill Mountains. Wir verstanden uns auf Anhieb. Sie war eine unfassbar liebevolle Freundin. Wir lebten in Hamilton, Ontario. Aber Didi zog es schon immer in die USA. Which ones have ribbons? Can you take them? Nach dem College bekommt Didi ein Arbeitsvisum für die Staaten und zieht nach Cherry Hill, New Jersey. Ich hätte einfach alles getan, damit sie nicht in die USA geht. Aber sie war nicht zu bremsen.
Sie zog im November 1990 um. Ich dachte, nach ein, zwei Jahren hat sie genug und kommt zurück. Aber da lag ich falsch. Sie kam nicht wieder. Zwar lebt Didi nun in den USA, aber sie hält mit ihrer Familie in Kanada stets Kontakt. Sie rief mich am 18. Februar an und sagte, sie würde übers Wochenende wegfahren. Das Gespräch dauerte 4-5 Minuten. Wie geht's? Was gibt es Neues? Dann verabschiedeten wir uns. Das Gebäude, in dem Didi lebte, hatte 7 oder 8 Stockwerke. Sie wohnte ganz oben. Man kam nur ins Gebäude, wenn man klingelte. Sie suchte diese Sicherheit. Sie wollte ohne Angst nach Hause gehen können. Sie hatte diese Wohnung gefunden und empfand das Gebäude als sicher. Ihre Wohnung war schön. Sie hatte ein Schlafzimmer, ein Bad und einen kleinen Balkon. Alles wirkte sicher. Didi rief um 9 Uhr abends an. Sie wollte mir sagen, sie könne nicht an meinem Geburtstag anrufen und mich nicht treffen. Sie wollte mir aber eine Karte schicken. Sie war bester Laune. Sie wirkte glücklich. Didis Traum war es, einen netten jüdischen Mann zu finden, zu heiraten und Kinder zu haben. Ich bin's. Komm doch hoch. Didi sagte, sie würde mich Montagnachmittag im Büro anrufen. Ich wartete, aber sie meldete sich nicht. Ich dachte, sie hat wohl zu tun, die meldet sich schon. Am Dienstag hörte ich auch nichts von ihr. Also rief ich sie an. Ich dachte, das ist seltsam. Und fing an, mir Sorgen zu machen. Richtig unheimlich wird es, als der Chef von Didi bei Blaine anruft. Didi ist 3 Tage lang nicht zur Arbeit erschienen.
Wo steckte sie bloß? Sie hätte doch mich oder meine Mutter angerufen. Ich beschloss daher, zur Polizei zu gehen. Wir schickten Polizisten aus Cherry Hill zur Wohnung, um nachzusehen. Vor der Wohnungstür lagen mehrere Zeitungen. Sie klopften, aber es kam keine Antwort. Cherry Hill hat 80.000 Einwohner. Verbrechen passieren nachts. Einbrüche, Drogendelikte, Mord. Es ist bereits 5 Tage her, seit man die 32-jährige Dee Rosenthal zuletzt lebend gesehen hat. Die Ermittler suchen in ihrer Wohnung nach Hinweisen. Die Tür zeigte keine Spuren eines Einbruchs und die Wohnung selbst wirkte normal. Alles war picobello, kein Geschirr in der Spüle. Ihr Notizbuch, ihre Bibel, hatte sie zurückgelassen. Darin lag eine Quittung vom Geldautomaten über 80 Dollar. From an automated teller machine. Im Schlafzimmer gab es keine umgestoßenen Möbel. Nichts war beschädigt. Selbst das Bett war gemacht. Keine Blutspritzer, keine Patronenhülsen. Im Apartment deutete nichts auf eine Gewalttat hin. Ihre Schlüssel, einfach alles war dort, bis auf sie. War das verdächtig? Ohne Zweifel. Man holte einen Leichenspürhund. Er schlug nicht an. Sie suchten mit dem Hund auf dem Grundstück des Gebäudes. Er reagierte nicht. Und das war's. Sie kam nach Hause, denn ihr Auto war dort geparkt. Wir wussten nicht, was passiert war. Wie kann sich jemand aus einem Apartmentgebäude in Luft auflösen? Die Ermittler befragen nun alle Hausbewohner. Eine Frau glaubt, etwas zu wissen. Eine ältere Dame lebte in der Wohnung direkt unter der von Dee. Sie schlief im Bett. Da hörte sie ein Geräusch, das sie weckte. Es war früh am Morgen, als dieser dumpfe Schlag aus der Wohnung über ihr kam. Die Bewohner wurden alle befragt. Jetzt sind die Angestellten des Wohnkomplexes dran. Vielleicht ist denen ja etwas aufgefallen. Good afternoon. Good afternoon. Sie sind der Hausmeister? Genau. Sie heißen? Reddish.
Die Leute vom Gebäude, in dem Didi Rosenthal lebte, hatten Schlüssel für alle Apartments. Sie kannten die Bewohner und alle Winkel der Anlage. Sie arbeiteten und lebten dort. Was Ungewöhnliches bemerkt? Nein. Befragt wurde auch ein Charles Reddish. Kennen Sie Didi Rosenthal? Ja. Die Polizei zeichnet alles auf. Approximately how long did Miss Rosenthal live at the apartment complex? I would say she was there a year at the most. Did you have occasion to meet her? I bumped into her a few times in the hallways. I liked her. You know, I thought she was pretty nice. Something about Charles. Sie fanden Charles Reddish verdächtig. Got their radar going. Sein Spitzname war Crazy Eddie. Die Ermittler fragen Reddish, wo er in der Nacht war, als Didi verschwand. Er sagt bei seiner Freundin Rebecca und deren Tochter Jennifer. Erinnern Sie sich an den Abend? Er war zu Hause. Wir sahen fern. Sie redeten mit Rebecca Wirtz, seiner Freundin. Die sagte, Charles Reddish wäre den gesamten Abend bei ihr gewesen. Was soll ich sagen? Danke für Ihre Hilfe. Es gab keine Spur, der man folgen konnte, und im Apartment keine Hinweise auf ein Verbrechen, außer dass Didi weg war. Man gibt in so einem Fall niemals auf. Doch es gab weder eine Leiche noch Augenzeugen. Das ist zu wenig, um loszulegen. Man fühlt sich einfach hilflos, weil man praktisch keiner Spur folgen kann. Etwas Schlimmes war passiert. Aber was, das wusste ich nicht. Die Ermittler gehen Didis Anrufe durch. Sie hatte an dem Abend ein zweites Telefonat geführt. Didi hatte was mit einem gewissen Steve angefangen, der im Haus arbeitete. Sie sind der Hausmeister? Genau. Die Polizei hatte sich auf Charles Crazy Eddie Reddish konzentriert. Nun wird klar, dass Didi mit seinem Kollegen Steve eine Beziehung hatte. Er war der andere Mitarbeiter in dem Apartmentkomplex. Sie hatten sich angefreundet, miteinander geflirtet, und daraus wurde dann eine Beziehung. Ich fand ihn uninteressant und fragte sie: Was findest du an ihm? Aber Didi war einsam und eine Beziehung mit irgendjemandem war besser als gar nichts. Sie hatte ein Talent, an Loser zu geraten. Die Ermittler verhören nun ihren Freund Steve Gomez. Er hat Didi als letzter lebend gesehen. Sie wissen, warum Sie hier sind? Nicht wirklich. Didi erzählte mir von ihrer Beziehung zu ihm. Ich hielt es für ausgeschlossen, dass er was getan hatte. Die kennen Sie? Ja. Aber wer weiß, wer kennt jemanden schon richtig? Steve gibt seine Beziehung zu Didi zu. Und dann lässt er eine Bombe platzen. Ich bin verheiratet. Ich habe eine Frau. War es eine Beziehungstat? Hatte sie mit ihm Schluss gemacht? Oder er mit ihr? Alle Möglichkeiten mussten überprüft werden.
Steve sagt den Ermittlern, dass er an dem fraglichen Abend bei seiner Frau war. Sein Alibi stimmte. Aber sie behielten ihn im Hinterkopf. Sie können gehen. Auch nach Wochen gibt es keine neuen Hinweise. Aber Didis Bruder Blaine will sich damit nicht abfinden. Didi brauchte ein Wunder. Ich musste was unternehmen, um sie zu finden. Ich bin 67 Mal nach Sherry Hill gefahren. Völlig irre. Ich zog mit ihrem Foto durch die Bars und Restaurants. Ich wurde schier wahnsinnig. Ich habe einen Privatermittler aus New York engagiert. Der hat mich $14.000 gekostet und nichts herausgefunden. Ich ging um 6.30 Uhr, 7 Uhr zur Arbeit und kam gegen 19 Uhr zurück. Dann ging ich nach unten in mein Büro, schloss mich da bis 2 Uhr morgens ein und hoffte auf Telefonanrufe. Und am nächsten Tag machte ich genau das Gleiche. Für Blaine wurde die Suche zum Lebensinhalt. Er verlor seine gesamten Ersparnisse, sein Haus und ging pleite. Um seine Schwester zu finden. Können Sie sich das vorstellen? Sich jeden Abend im Bett zu fragen, wo ist meine Schwester? Ich brauche eine Pause. Ich kam nach Hause und meine Frau sagte, du musst ausziehen. Ich dachte, sie macht einen Scherz. Nein, das ist kein Scherz. Zieh aus. Get out. Didis Verschwinden war mein Ruin. Die Jahre vergehen. Und noch immer weiß niemand, was mit Didi Rosenthal passiert ist. Weder ihre Verwandten noch die Polizei ahnen auch nur, die Lösung liegt bei Rebecca Woods und ihrer Tochter Jennifer. Die zwei wohnen am Abend von Didis Verschwinden im selben Haus. Wir wohnten dort 3 Jahre. Meine Eltern ließen sich scheiden und mein Vater kam nur dann und wann. Meine Mom war damals sehr einsam. Rebecca beginnt daraufhin eine Beziehung mit dem Hausmeister, Charles Eddie Radish. Jener Crazy Eddie, den die Polizei bereits verhört hat. Radish und Rebecca sind seit 6 Monaten ein Paar und er schlägt nun vor, sie und Jennifer sollen bei ihm einziehen. Alles läuft bestens. Er war immer fröhlich und sie genoss seine Nähe. Kurz nach dem Verschwinden von Didi Rosenthal kündigt Radish seinen Job als Hausmeister und die drei ziehen ins benachbarte Burlington County. Nach dem Umzug veränderte er sich. Sein Verhalten wurde sehr seltsam. Er wollte alles kontrollieren. Wenn sich meine Mom dagegen auflehnte, benahm er sich kindisch und bockig. Legacy.
Es gab keinen Streit, kein Geschrei oder Gewalt, aber meine Mutter veränderte sich. Sieben Jahre hält Rebecca durch. Dann sagt sie Radish, dass es aus ist. Sie beginnt, ihre Sachen zu packen. Wir wollten zu meiner Großmutter ziehen. Sie sagte, ich würde ihn nie wiedersehen. Ich war überglücklich. Radish dagegen ist es nicht. Er verlangt, dass Rebecca bleibt. Er wurde wütend. Er wollte verhindern, dass wir ausziehen. Aber ich ahnte nicht, was er vorhatte. Es war der letzte Schultag. Ich hatte noch ein Hockeyspiel. Der Plan war, dass meine Mutter mich dort abholt und wir danach direkt zu meiner Großmutter fahren. Nach dem Spiel packte ich meine Sachen und verabschiedete mich von allen. Hi, guys. Ich ging vom Feld, sah ihren Wagen, aber er saß am Steuer. Ich bekam einen Wutanfall und schrie sie an, dass sie nie ihr Wort halten würde. Sie wirkte völlig erschöpft, hatte nicht mal die Kraft, sich zu wehren und sagte nur, steig ein. Ich sagte, wo fahren wir hin? Er meinte nach Hause. Er wollte noch mal mit uns zu Abend essen. Wir kamen an und ich sagte, es hat ja niemand was zu essen gemacht, was tun wir hier? Was soll das? Ich hol was. Er nahm die Schlüssel und ging. Was sollte das? Geh auf dein Zimmer. Ruh dich aus. Ich ruf dich dann. Ich ging nach oben und legte mich hin. Gegen 2 Uhr morgens wachte ich auf. Ich wusste, da stimmt was nicht. Die 14-jährige Jennifer Wirtz wird geweckt. Von beunruhigenden Geräuschen einen Stock tiefer. Ich hörte, wie er sie ins Gesicht schlug. Keine Ahnung, wie lange er schon dabei war. Ich ging die Treppe runter. Er saß auf ihr und schlug sie immer wieder. Ich schrie, hör auf! Get off her! Ich
Er drehte sich um und stürzte wutentbrannt auf mich zu. Er schlug mich, überwältigte mich und schrie, ich soll die Klappe halten. Er packte mich in den Stuhl neben meiner Mutter. Ich sah sie an, aber sie reagierte nicht mehr. Er war ausgerastet. War ein ganz anderer, gar kein Mensch mehr. Er murmelte völlig wirres Zeug. Er holte das Beil vom Camping raus. Da bekam ich richtig Panik. Er warf ein Laken über mich. Und schlug mit dem Beil zu. Ich spürte, wie ihr Blut auf mich spritzte. Ich konnte nicht fassen, was da geschah. Ich wollte abhauen, konnte aber meine Mutter nicht allein lassen. Wäre ich geflohen, hätte er mich auch umgebracht. Es dauerte unendlich lange. Dann nahm er mich mit nach oben. Er ließ ein Bad ein und quälte mich weiter. Ich war voller Blut. So wie er. Er blieb noch 4-5 Stunden bei mir. Ich dachte, das hört nie auf. Mein 14. Geburtstag war 5 Tage her. Dann bat er mich, ihn zu töten. Ich sagte, das kann ich nicht. Er sagte, ich töte dich und bring mich dann um. Jennifer redet mit ihm. Sie hofft, ihr Leben zu retten. Ich sagte, es ist besser, wenn du dich stellst. Und er rief seine Mutter an. Und die dann die Polizei. Er kam zurück und sagte, die Polizei sei unterwegs. Er ging dann mit mir nach unten. Wir warteten auf der Veranda auf die Polizei. Ich wusste nicht, ob er mir vorher nicht doch noch was antut.
Er war unberechenbar. Alles war so surreal. Ich stand unter Schock. Den Ermittlern bietet sich im Haus ein grausiger Anblick. Es war furchtbar, dass jemand so grausam mit seinem Opfer umgeht, habe ich weder vorher noch nachher je wieder erlebt. Sie war kaum als Mensch zu erkennen. Was Charles Radish mit Rebecca machte, war furchtbar. Was er Jennifer antat, noch weit schlimmer. Den Anblick von Jennifer werde ich nie vergessen. Sie war aufgebracht, verstört und verängstigt. Was sie durchgemacht hatte, brach einem das Herz. Ich wollte sie davor beschützen, dass er ihr je wieder Angst machen konnte. Es wühlt mich auf. Die Horrortat von Radish macht landesweit Schlagzeilen. Und die Polizei in Cherry Hill erinnert sich sofort an seinen Namen. Kennen Sie Dee Dee Rosenthal? Als Dee Dee Rosenthal verschwand, arbeitete er als Hausmeister in ihrem Gebäude und hatte den Schlüssel für ihre Wohnung. Wir fuhren nach Burlington County, durften ihn verhören und zeichneten alles auf. Sie befragen Charles Radish erneut zum Verschwinden von Dee Dee Rosenthal. Er war bereit, sich alles von der Seele zu reden. Nach 4 Jahren erzählt er endlich, was ihr Furchtbares zugestoßen war. And it's chilling. I was living there with Rebecca Wirtz. For some reason, I got up and left the apartment and I took the stairs to the roof and I swung down onto the balcony of Dee Dee Rosenthal's apartment. The sliding glass doors was unlocked. For what purpose did you enter Miss Rosenthal's apartment? I liked her and I knew she lived alone. So you basically went there to have sex with her? Well, I guess. Er geht ins Schlafzimmer. She was laying in bed, on her back. She spotted me. She saw me there in her bedroom. And she had let out a very silent scream or a whimp. You know what I'm saying? Yes. And she's almost like speechless. You know what I'm saying? Mm-hmm. Like it was very hard to... maybe if she didn't say anything at all, I probably might have just left. He is rustling around. Er war offenbar an ihrer Kommode, um was zu stehlen. Und das Geräusch hat Dee Dee wohl geweckt. Awoken Dee Dee. Because he described. Er beschrieb nämlich die Reaktion von Dee Dee. Es war, wie wir jetzt wissen, das Letzte, was Dee Dee Rosenthal noch von sich geben konnte. Es war ein stummer Schrei der Angst, den er in etwa so beschrieb. Er stürzt sich auf sie und hält ihr den Mund zu. Sie beginnt zu zappeln. Did you ever strike her in any way with your fist to render her unconscious? I kind of like hit her a couple times. Did you hit her in the head? Yes. She slid from the bed,
to the floor, unconscious. Das war das Geräusch, das die Nachbarin hörte. So I moved towards her and I held her nose and her mouth closed and she stopped breathing. He smothers her to death. Er hat sie erstickt. I went to the kitchen and I found her pocketbook there and there was $80 exactly in cash. I took that. He leaves her. Er lässt die Leiche zurück und schleicht sich zur Eingangstür raus, die er aber nicht abschließt. A few days later, I could see like newspapers building up on her doorstep. And I knew sooner or later that someone would find her there. Er ging dann mitten in der Nacht zurück, während alle im Haus schliefen. I had a shopping cart in my apartment and a painter's blanket. I took the fitted sheet off the bed, wrapped her in that, and put her inside the shopping cart. Nobody was around. And I went for the elevator and went down, and I got my girlfriend's station wagon and put her in the back of the station wagon. He drives in the middle of the night. Er fährt dann zum perfekten Ort, um eine Leiche verschwinden zu lassen. To dispose of a body. I found a landfill area of some sort. There was a dirt road that you could drive back there. I took her from the car, maybe 15 or 20 feet into the weeds. Okay. And went back to the apartment and continued like nothing ever happened. Er zeigte keine Reue, keinerlei Empathie für das Opfer oder Schuldgefühle. Radish führt die Ermittler an den Ort, an dem er Didi Rosenthals Leiche abgelegt hat. Wir haben die ganze Gegend da abgesucht, sogar mit Hunden. Wir hatten gehofft, was zu finden, ohne Erfolg. Ich hörte von Didis Mord. So schlimm all das war, was ich erlebt hatte, ich wusste, was passiert war. Ihre Familie hatte jahrelang keine Idee, was geschehen war. Sie war einfach verschwunden. Ich vermisse Didi und werde sie, bis ich sterbe, nie vergessen. Ich vermisse ihre Anrufe. Ich habe viele wunderbare Erinnerungen an sie. Jeden Tag vermisse ich meine Mutter. Wie wir zum Strand gingen, in der Küche sangen und tanzten. Daran denke ich sehr gern. Charles Radish bekannte sich schuldig. Er bekam für die zwei Morde lebenslänglich. Der Gerechtigkeit wurde so gesehen Genüge getan. Aber was zählt das, wenn man ein Familienmitglied durch Mord verloren hat?